Hallo, mein Name ist Lukas Wurz, ich bin Teil des Projekts Reflektive. Das Projekt Reflektive bemüht sich seit Mitte Dezember 2017, Sachinformationen zum Thema Sozialpolitik, Frauenpolitik, Steuerrecht, Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsrecht unter die Menschen zu bringen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, wofür ich mich sehr bedanke, etwas zu den Plänen der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Familienbeihilfe zu sagen. Die ausgehend von der Überlegung oder von der Behauptung, dass es sehr ungerecht sei, dass Kinder, deren Eltern in Österreich arbeiten, die aber selber in einem anderen Land leben, meistens in Ungarn oder in der Slowakei, aber durchaus auch in Deutschland, dass sie die gleiche Familienbeihilfe bekommen wie Kinder, die in Österreich leben. Begründet wird es damit, dass in diesen Ländern angeblich die Lebenshaltungskosten niedriger sind und dass das quasi eine Überförderung wäre, wenn die gleiche Familienbeihilfe bekämen wie Kinder, die in Österreich leben. Ja, das klingt fürs erste einmal sehr eingängig, ist aber durch und durch falsch, aus mehreren Gründen. Rein rechtlich ist es schon falsch, weil die Eltern dieser Kinder nämlich in Österreich dieselben Beiträge zahlen wie alle anderen Eltern in Österreich und daher auch einen Rechtsanspruch, europarechtlich, verfassungsrechtlich, auf dieselbe Leistung haben. Sie leisten etwas, also bekommen sie es auch zurück. So ist nun mal halt die Rechtslage. Aber es ist nicht nur deshalb ein Unsinn. Die Behauptung, dass Kinder, die in Rumänien leben oder die in der Slowakei leben oder in Ungarn leben, niedrigere Lebenshaltungskosten haben als Kinder, die in Österreich leben, ist in dem Sinn falsch. Sie geht nämlich davon aus, dass in diesen Ländern gleiche Lebensstandards vorherrschen, nur die Preise in diesen Ländern niedriger sind. Jetzt kann es schon sein, dass es irgendwo in der Slowakei oder in Ungarn oder in Rumänien ein Kilo Brot um wesentlich weniger Geld zu kaufen gibt als in Österreich. Aber für einen großen Teil der Güter, die wir in Österreich konsumieren, trifft das einfach nicht zu. Alle Importgüter, ob es jetzt Bananen sind, ob es Nutella sind, ob es Müsliflocken sind, egal was, also alle Importgüter sind in diesen Ländern wesentlich teurer als bei uns in Österreich. Ein kleiner Ausflug nach Bratislava wird das zeigen. Schauen Sie, was kostet dort ein Brot, das in der Slowakei produziert wird, und was kostet dort ein Glas Nutella? Und Sie werden feststellen, das Glas Nutella ist wesentlich teurer als bei uns. Also zumindest signifikant teurer als uns. Das führt uns zu der Situation, dass die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten nicht daraus resultieren, dass dort Güter einfach billiger sind, sondern dass die Menschen dort einen schlechteren Lebensstandard haben. Und jetzt wirft sich allein die moralische Frage auf, warum sollen die Kinder von in Österreich arbeitenden Menschen automatisch einen schlechteren Lebensstandard akzeptieren müssen, nur weil sie selber in einem anderen Land leben. Das ist aber nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage oder eine moralische Frage, sondern das ist durchaus auch eine rechtliche Frage. Der Oberste Gerichtshof hat nämlich in Unterhaltsfragen entschieden, dass bei Kindern, die in anderen Ländern leben, nicht die Lebenshaltungskosten dieses Landes heranzuziehen sind, sondern dass diese Kinder sehr wohl vom besseren Lebensstandard der Eltern in Österreich profitieren können müssen. Ein gerechtes System oder ein intelligentes System wird dazu führen müssen, dass wir fragen, ja, was kostet ein Glas Nutella, was kostet eine Orange, was kostet eine Banane in diesen Ländern? Und wenn wir dann indexieren, werden wir feststellen, wahrscheinlich müsste Österreich dann mehr Geld in diese Länder überweisen für diese Kinder. Das ist nicht besonders intelligente Überlegung, die Familienbeihilfe zu indexieren, und die Bundesregierung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine auf die Birne bekommen. Dafür entweder in Österreich vor dem Verfassungsgerichtshof, spätestens jedoch, wenn ein EU-Verfahren gegen Österreich eingeführt wird. Aber alles das mögen für die Österreicherinnen und Österreicher noch keine großen Argumente sein in einer Situation, die emotional sehr aufgeladen ist. Dann stellen wir uns mal die Frage, was macht das mit Kindern, die in Österreich leben, wenn die Familienbeihilfe indexiert wird? Ein Aspekt davon ist in den letzten Tagen in die Medien gekommen. Um die Familienbeihilfe zu indexieren, wird man wahrscheinlich auch innerhalb Österreichs indexieren müssen. Das führt zur absurden Situation vielleicht, dass die Familienbeihilfe im Burgenland niedriger sein wird als in Vorarlberg, weil in Vorarlberg die Preise einfach höher sind. Aber wir brauchen gar nicht so weit auseinandergreifen. Vielleicht ist dann die Familienbeihilfe im 11. Bezirk niedriger als jene im 19. Bezirk. Fragen wir uns mal, ob wir das für gerecht halten.
Aber das ist nicht das einzige Problem. Es gibt auch in Österreich lebende Kinder, die von der Indexierung direkt negativ betroffen sind. Draufzahlen werden aber auch Kinder in Familien, deren Eltern in der Schweiz oder in Deutschland arbeiten. Dort gibt es zum Teil deutlich höhere Familienleistungen als in Österreich. Was hat jetzt die Frage, dass Österreich quasi die Familienbeihilfe kürzt, mit den Familienbeihilfen in der Schweiz oder in Deutschland zu tun? Na, ganz einfach. Wenn Österreich sich das Recht herausnimmt, die Familienleistungen zu kürzen, wird quasi im Gegenseitigkeitsprinzip die Schweiz und Deutschland dieses Recht nicht nehmen lassen. Zumal Deutsche, die in Österreich arbeiten und Kinder haben, die in Deutschland leben, auch davon betroffen sein werden. Deutschland hat nämlich um geringfügig 3-4% niedrigere Lebenshaltungskosten als Österreich. Das heißt, diese Familien, diese Kinder, also die in Deutschland arbeiten, aber in Österreich leben, werden weniger Familienbeihilfe bekommen. Es handelt sich um ungefähr 35.000, 36.000 Kinder. Eine zweite Gruppe wird betroffen sein. Diese ungefähr 15.000 bis 20.000 Kinder und jungen Erwachsenen, die jedes Jahr Auslandssemester absolvieren oder im Ausland studieren oder im Ausland in die Schule gehen. Ja. Auch für die muss zwangsläufig die Familienbeihilfe indexiert werden. Und es wird dazu führen, dass Kinder, die zum Beispiel in Italien oder in Griechenland ein Auslandssemester machen, was nicht selten ist, oder gar in Südamerika oder was weiß ich wo, ja, dass die deutlich weniger Familienbeihilfe bekommen. Das heißt, wir sind im Bereich von ungefähr 55.000 bis 60.000 Kinder, die allein in Österreich, in Österreich grundsätzlich leben, aber von dieser Indexierung negativ betroffen sind. Dazu kommt noch, dass das System der 24-Stunden-Betreuung auf diese Art und Weise außer Kontrolle geraten kann. Warum? Wir haben in Österreich eine Scheinlösung der 24-Stunden-Betreuung. Es gab ein Problem und es musste gelöst werden und deshalb werden großteils aller 24-Stunden-Betreuerinnen der realitätswidrig, muss man sagen, ja, als selbstständige Erwerbstätige eingestuft. Ja. Das ist die Voraussetzung, dass sie für sehr viel Arbeit, 14 Tage im Monat praktisch durchgängig vor Ort erwerbstätig sein müssen, dass sie sozusagen das machen können, weil sonst würde das Arbeitsrecht und das Arbeitslosenversicherungsrecht und das Arbeitsschutzrecht, würden das alles wirkungs werden. Also sozusagen ist es notwendig, dass sie als Selbstständige deklariert werden. Die Einkommen sind vergleichsweise niedrig. Sie bekommen 1.400 Euro für diese 14 Tage, ja, davon müssen sie Steuern und Beiträge abführen, ja, und sie müssen auch noch einen Betrag oft an Agenturen weitergeben. Das heißt, die bleiben irgendwie bei 900 Euro, 950 Euro im Monat übrig für diese 14 Tage, die sie da rund um die Uhr da sind. Ja. Die Familienbeihilfe dafür ist natürlich kein Lohnbestandteil, aber ist ein essentieller Teil ihres Einkommens. Wenn die zwei Kinder haben im Alter von 10 bis 18 Jahren zum Beispiel, ne, kriegen die ja, 270 Euro im Monat mehr. Ja. Das ist aber dann knapp ein Drittel ihres Einkommens. Und wenn das jetzt indexiert und reduziert wird, kann man sagen, okay, es ist kein Lohnbestandteil, ja, aber sie werden sich die Frage stellen, kann ich das überhaupt noch machen? Beziehungsweise ist das jetzt nicht der Punkt, wo ich eigentlich einmal auf eine unselbstständige Erwerbstätigkeit klage? Ja. Dieser Fall, der mit Sicherheit von einer der Betreuerinnen gewonnen werden würde, weil sie eben fast rund um die Uhr zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort eine Tätigkeit ausführen, die ihnen gesagt wird, sie sind weisungsunterworfen und mit den Arbeitsmitteln arbeiten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Also das sind die klassischen Rahmenbedingungen einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit. Es ist klar, dass sollte geklagt werden, irgendwann jemand diese Klage gewinnt. Und dann steht unser 24-Stunden-Betreuungssystem vor dem Aus. Weil der Staat müsste mit mehreren Milliarden einspringen, was ich nicht vorstellen kann, dass er tut. Heißt, die Belastung bleibt auf den einzelnen Haushalten sitzen. Das kann sich dann niemand mehr leisten. Es mag, wie gesagt, emotional sehr einfach klingen. Kinder, die in Ungarn oder in der Slowakei leben, die haben niedrige Lebenshaltungskosten. Die Folgewirkungen für uns in Österreich sind eklatant. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir sollten uns auf derartig absurde Debatten gar nicht einlassen. Die Eltern zahlen die gleichen Beiträge, daher haben sie auch einen Anspruch auf die gleichen Leistungen. Ausschluss, basta.